Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Together. Normalerweise müsste der bald erscheinen. Die darf halt gleich da sein. Ja, da ist er! Yeah! Back in action! I'll be back! I'll be back! Wir spielen 4-3. Das Spielchen wollten wir eigentlich von Anfang an spielen. Und haben es auch schon 1, 2, 3 Mal spielt, nicht dass ich dadurch besser werde, ich bin die gleiche Kampflusche wie immer. Ja, Lapis und die Ego-Shooter, wir üben das. Deswegen bemalt er bei mir jetzt schon das Zimmer komplett fast. Aber auch bloß, weil mich der Element durchgezogen hat. Aber da wir noch nicht viel zum Verzeihen haben von der letzten Episode, fangen wir an. Jupp, würde ich also. Dann starten wir mal. Sagt, ja, ich will ein neues Spiel ein. Ja, das übliche Taram heute. Es dauert heute. Wir waren Brüder. Thank you.
Okay, dann legen wir los. Oh, Gott sei Dank. Gehen wir, ja, pass auf, dann mache ich mal die Tür auf. Kurz noch die Grundinfo. Lapis spielt einen Pointman, also den Held aus den ersten, zweiten, vier Teilen. Man sieht es ja vor mir. Und ich spiele einen Vettel, also quasi ihren abgeschlachteten Psychobruder, der doch irgendwie noch da ist. Juhu. Ja, irgendwie so. Schauen wir mal, irgendwo da. Nein, da gibt's nix. Nix. Schauen wir mal nach vorn. Doch, naja, da ist jemand drin. Ja, wir sind ja irgendwo in so einem, keine Ahnung, irgendwas Hintergrund, bla, Knast, irgendwie so. Ja, das Ding, die Abschnitt heißt ja auch Gefängnis. Ja. Ah. Habe ich mich glatt reingebeamt? Dann machen wir mal die Tür auf. Ah, das war das, wo ich nur außen rum gelaufen muss. Ja, du musst jeder in die dementsprechende andere Richtung. Das ist schön. Aber ich persönlich mag ja ein Vettel ganz gern. Wobei mir gerade auffällt, ich muss an meinen Einstellungen noch schnell was ändern. So. Okay, da ist gesperrt, da kommen wir nicht weiter. Tasten. Ah! Das kann ich aufschießen. So. Okay. Ah, aber jetzt. Hallo? Wieso kann ich den jetzt nicht umnieten? Verflucht. Also, nochmal. Sowas sollte ich in Zukunft vielleicht, bevor wir Aufnahme machen, klären. Da ist er. Vettel. Oh, cool. So, aber jetzt. Aha, schön. Gut, und weiter. Ach da, ja, jetzt ist die Tür zu. Gerade eben war es noch auf. Und da ist auch die Lapis wieder. Okay. Warte, ich nehme da. Achso, du hast eh schon. Ja, ich bin schon wieder start. Tja. Sind nicht zufällig irgendwas liegen lassen? Was ich? Na, die Typen, die drei, was ich jetzt da niedergemäht hab. Na, eigentlich nicht, aber da ist schon wieder für die mit Munition und Granaten. Das ist ja der schöne Vorteil am Vettel, er braucht ja eigentlich keine Waffen, er ist ja selber die lebende Waffe. Okay. Mach mal auf. Da, und stirb! Oh Gott, der ist wieder da. Wo ist er? Da. Ach ja, Gott, bring mir halt das so um. So. Und da müssen wir weiter. Und wir schauen, vielleicht findet man da noch was? Nein. Ah, ich habe eine neue Waffe, besser. Jetzt warte mal, aber man kann da drum drüber und man kann da um, glaube ich. Ah, okay. Siehst. Ach so, ah, das wären jetzt, wir hätten zwei Wege, das ist eine Alternative jetzt gewesen. Aber auch recht, dann haben wir halt den Alternativen genommen. Ah ja, das ist jetzt wieder diese berühmte Stelle. Oh, was Gott. Das ey? Also, nachdem wir das Spiel schon gespielt haben, weiß ich jetzt, was da kommt. Das heißt, die Lapis bricht jetzt die Tür auf und dann geht sie in die Zeitlupe über und du nietest bitte alle drei Idioten, die am Tisch sitzen, um. Oh, immer dieser Erwartungsdruck. Ja, doch. Mach mal. Geh hin und brich die Tür auf.
Und zwei und den dritten noch. Sehr gut. Brav. Ich glaube aber nicht, dass ich es direkt in der Zeit geschafft habe. Ja, die letzte Sekunde ist ein bisschen ausgegangen, aber macht nichts. Die drei haben umgenietet, um dieses gegangen. Oh Gott, wie aktiviere ich jetzt? Ach, Steuerung. Ah! Ganz so. Schlecht. Ganz schlecht, was ich da mache. Wo ist der andere? Da ist noch einer. Komm her. Jawohl, der Gegner ist am Fortwind mit meiner Kugeln erstickt. Ich habe Feuer aus der rumgeschossen. Ja, das war der Sauerstoffentzug vom Kugelzug, das hat ihn dann umgenietet. Und da ist noch einer, den nehmen wir jetzt gleich mit. Den beamen wir uns noch schnell rein. Tada! So ungefähr kommt mir das vor. Ich glaube, der ist am Kugelzug erstickt. Ja, du, warum auch nicht, gell? Ja, da müssen wir gerade aus durch. Da haben wir noch einen Schwung Waffen und Granaten. Ja, aber... Munition und so. Na, dann gehen wir weiter. Ich glaube, ich bin voll. Du bist voll. Ja, dann gehen wir einfach mal da raus. Ui, Mama. Du hast das auch gesehen, oder? Ich glaube schon, ja. Da vorne ja, ist ein Seelenband. Halt. Da vorne ist ein Seelenband, ja genau. Das nehme ich gleich. Okay. So, Seelenpoint geteilt. Und dann Tür auf und weiter geht's. Also mal schauen, das ist auch das einzige Computerspiel auf dieser Welt, wo das Blut von unten nach oben tropft. Mama, wo ist hier? Ja, so ungefähr. Naja, schauen wir mal. Und mal schauen, jetzt, die eigentliche Psychokacke und so, die kommt erst noch. Ach ja, Seelenschild. Lauf du voraus, ich geb das Schild. Das ist praktisch, man kann ja richtig schön im Team teilweise arbeiten, also das ist der große Vorteil am Vierspielen. Oh, Granate. Hey! Und ich habe schon 150 von 300 Schaden für dich abgefangen, finde ich gut. Weil ich ja nicht in Deckung gehe. Musst ja nicht, solange ich das Schild immer wieder draufsetze, ist ja egal. Nächsten Schuss ans 300. Okay, jetzt packen wir mal unten die Spezialisten. Warn mich doch vor sowas. Was, wenn mir jemand greift? Wenn du aufhörst, Seelenschild zu geben. Ui, Zeitlupe, Doppelpower. So, wo haben wir noch einen? Da drüben? Eigentlich, wenn man es genau nimmt, hat der Vettel sowieso einen gigantischen Vorteil gegenüber dem Pointman, weil eigentlich, wenn man es genau nimmt, habe ich ja zwei Leben, weil wenn ich in einem Körper drin stecke, muss erst einmal der Körper komplett sterben und dann bin ich als eigentlicher Charakter wieder da und der muss dann auch nochmal sterben. Ja, das große Abstechen war es jetzt wieder. Du kleines Arschloch da oben, der wie Fiano. Ich hab'n. Und noch einer. Und da haben wir noch einen, den übernehmen wir wieder. Mock die doch lieber. So. Ah, da ist er. Du Schrotheini. Das war's. So, bis ich bei ihrem dorten bin, ist dann alles tot. Ja, es ist halt das auch wieder ein Vorteil, den der Vettel hat, weil wenn er diesen Körperübernahme Scheiß macht, kann ich immer relativ weit mich vorbewegen, weil ich ja von einem Körper in den nächsten gehe. Aber jetzt doch einmal ganz kurz in Deckung bleiben muss, weil meine Seelenenergie muss erst aufladen. Weil leider geht das nur, wenn die voll ist, dass ich in einen reinbeam. Huch, bin ich denn jetzt? So. Stopp, du warst schon richtig, du musst noch um.
Wir müssen da hinten irgendwie hinunter, so wie ich diesen richtigen Kopf habe. Oh, ich brauche nur 5 Nahkampfangriffe, dann habe ich wieder ein Ding freigeschalten am Punkt. Was ist da rum? Da darf halt eigentlich außer Munition und so nichts mehr liegen, wenn ich diesen richtigen in Erinnerung habe. So, bist du jetzt eigentlich? Ich bin da, wo wir hin müssen, da wo du gerade warst. Also eine komplette Strecke wieder zurücklaufen. Oder einfach einmal außen rundum, da auf der anderen Seite kann man auch runter. Da, hier vorne. Es hat sich gelohnt. Ja, ich hab's gesehen. Seelenband gefunden, brav. So. Genau, und dann da nach unten, und wenn ich diesen weiß, dann müsste da unten jetzt dann eine Alma irgendwo rumliegen, glaube ich. Nein, da noch nicht. Ich kann mit dem Sichtfeld überhaupt nichts anfangen. Was mit der Ego-Perspektive? Ja. Meieieiei, wie gesagt, da gewohnst du dich noch dran, das üben wir halt noch. Aber du musst mich rauslassen, sonst kann ich keinen greifen. Ah ja, da. Erwischt. Zack. Ja. Er ist richtig explodiert. Achso, den nimmst du. Oh ja, ich muss da diese Seelenenergie oder was das ist, dann einsammeln. Wenn die leer wird bei mir, dann schmeißt's mir aus dem Körper raus. Genau, das ist jetzt die Stelle, da wo wir wieder durch den Boden brechen, wenn ich mich nicht täusche. Irgendwo da. Oder kommt das erst weiter hinten? Das kommt weiter hinten. Das ist anscheinend so, kommt's erst weiter hinten, ja. Da drin ist auf alle Fälle ein Seelenband. Ja, das kriegen wir auch noch. Da müssen wir, glaube ich, da hinten um mich. Ah ja, da von außen passt. Also ich hole die Seelenbahn schnell. Okay. Da war aber allerdings noch mit Granaten und Munition und so, wenn du jetzt brauchst. Ich bin voll. Alternativgranaten waren auch noch da. Alternativgranaten? Ja, das gibt ja mehrere. Du hast ja Blend und Schock und alles Sand. Genau, die ist jetzt halt weg, die eine. So. Nach links. Warum? Weil links besser ist. Bitte. Was? Nix. Stimmt doch. Die dreckige Lache vom Vettel jedes Mal, wenn er gegen den Körper steigt, ist so geil. Jetzt fahr endlich um, du Sau. Oder durch die Tür durch, oder? Ja. Und Gegner zeigt uns den Weg. So ungefähr, ja. Oh, okay, jetzt passiert aber gleich was, weil jetzt hat es mir aus dem Körper geschmissen, ohne dass ich was dazu da habe. Und ich hätte eigentlich nur leicht drin bleiben dürfen normal. Ah, den auf den ich schieße, das ist wieder mal herrlich. Wo wir wieder bei den berühmten Ölfässern wären. Na komm her. Warte jetzt, da war er, verdammt. Ja, muss ihn halt im Nahkampf platt machen, hilft auch nicht. Dann habe ich jetzt verdammt. Ich wollte eigentlich mit meiner Ding früh arbeiten, mit der Granaten, aber habe irgendwie die Taste nicht erwischt. Blöd.
Da geht's weiter. Passt. Sollen wir Runden mit dem Ding schmeißen? Es gibt mal so schöne Nebelwolken. Ach, das ist jetzt die Stelle, da wo wir durch die Boden brechen, glaube ich, irgendwie so, gell? Ah ja, da ist noch mit Granaten und so. Warum sammle ich überhaupt? Tor? Was? Irgendwo da ist das Tor, wo wir durch müssen, weil das ist jetzt bloß so ein Nebenabschnitt. Ich darf übrigens auch sagen, dass wir die Folge jetzt halt wirklich bis zum Schluss durchziehen, aber wenn wir ein wenig überziehen. Weil so früh ist, glaube ich, nicht mehr. Genau, jetzt können wir in diese komische Halle rein. Doch, du bist ja tot, du Arsch. Ja, ich bin gerade fleißig am Abstehen. So, für den hoffe ich, dass er einen Teamschutz drin hat, weil sonst war das schmerzhaft. So. Genau, das war da müssen wir jetzt runter. Yep. Weil da unten siehst du das Blut schon von unten nach oben. Da hat Mama ihr Spielzeug vergessen. Da ist es ja, die Alma-Puppe. Oh, und ich bin aufgestiegen. Experiment. Oh, jetzt beginnen wieder diese, wenn der Bildschirm schwarz wird, Momente. Ja, unter anderem. Ich hasse sie. Ja, es ist Psycho-Game halt. Irgendwo da vorne rennt auch gleich der Widerling wieder vorbei, wenn ich das noch richtig weiß. Ah, da ist noch ein Ding. Was, da war er? Jupp. Tada, und noch ein Seelenband. Die Seelenbänder, muss ich immer wieder mal dazu sagen, sind echt super. Du kriegst in kürzester Zeit Punkte zusammen. Dafür, dass du eigentlich nicht früh du hast. Ah ja, explodier in eine andere Richtung. Oh ja, das kriselt. Nein, es ist nicht aufgrund von meiner schlechten Aufnahme, sondern es kriselt so. Ja, das liegt am Game, also das gehört da dazu. Okay, wir überziehen zwar jetzt sehr krass, muss ich sagen, aber wir machen es jetzt bis zum Schluss, würde ich sagen, oder? Jawohl. Erwischt. Gut. Sehr gut. Achso, das bist du. Ja, das wollte ich. Aber du kannst ruhig auf mich schießen, das stört mich nicht sonderlich. Ja.
Das ist so geil, um mich herum explodiert's nur noch und alles raucht. Okay, jetzt müssen wir dann durch das Loch da kriechen, glaube ich, gell? Da vorne durch die Tür, durch dieses... durch diese Aktion von ich habe versucht abzuhauen und ähnliches. Okay, warte nur, bis du da bist, dann brechen wir die Tür wieder auf. Okay. Fertig? Fertig. Okay, magst du von Oma Schützen Unterstützung, dann marsch ich mal nach unten, oder? Warte noch einen Moment. Ja, ich warte halt, wird's da noch schnell. So. Was, dann bresche ich noch mal schnell nach vorn? Du auch noch mal. Zack, und den nehmen wir auch noch. Ah ja. Okay, Psycho-Stress schon wieder. Da war der Widerling, ich hab ihn genau gesehen. Ich hab bloß das Handy vor Auge gesehen. Projekt Origin! Wer die 4-Reihe kennt, dem ist das gerade bekannt vorgekommen. Also mir nicht. Also von den ersten drei mal durchspielen. Hey, Wildwasser-Rafting! Durch den Gully! Siehst sogar ein untoter Seelentypi kann dir dein Leben retten. Mhm. Wunderbar! Damit wäre der erste Part abgeschlossen. Ich hasse es. Was denn? Das ist schon wieder fast 20.000 Punkte mehr wie ich. Ja, ich bin aber auch besser in dieser Art von Spielen. Das ist wieder was anderes. Das ist ja nicht so dramatisch. Okay, nein, das war dann die erste Folge von 4-3 Together. Also mir macht Spaß, wie es dir geht, weiß ich nicht, ich hab Spaß. Nein, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play 4-3. Und ansonsten, ich wünsche euch einen schönen Tag, hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, hoffentlich ein bisschen weniger, genauso viel wie wir, nicht ein bisschen weniger. Ich sollte meine Worte besser wählen. Bissele, geringfügig. Nein, dann, also ich bedanke mich, sag bis dann und ciao. Ciao.